Hey ho, meine Lieben, es ist mal wieder Zeit für Reingeschmeckt. Ich hoffe, ihr könnt euch noch dran erinnern. Da habe ich ein paar Sachen probiert. Und heute möchte ich auch wieder was ausprobieren. Haben wir schon zigmal oder verschiedene Varianten auf dem Kanal gehabt und gesehen. Komplett selber gemacht und. Und ja, heute nach der Arbeit soll es ein bisschen schneller gehen. Und da habe ich mir gedacht, das probiere ich jetzt mal aus. Und ja, mach mal eine Folge Reingeschmeckt. Was gibt's heute? Currywurst. Und zwar mit dem Norfix. Kann das schmecken? Ich weiß es nicht. Ich probiere es jetzt einfach aus. Und alles, was wir dazu benötigen. Pfanne, Wasser und ein paar Bratwürste. Genau. Das habe ich alles schon drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche. Und ja, wir gehen direkt an den Herd und legen los. Ganz genau. Vorher schmeiße ich mal aber gleich noch Pommes in den Backofen. Attacke, auf geht's. Tja, Pfanne, bisschen Öl für die Würste zum Anbraten, 200 Milliliter Wasser, das Fix da hinten und frisch von der Metzgerei, dass wenigstens etwas frisch ist. Bratwürstle. Ich habe mich hier für zwei so Schweinewürstel oder was weiß ich, was das für Bratwurst sind, entschieden. Na, geh halt auseinander hier. Und ja, so ein Griller, den schneiden wir gleich einmal ein bisschen ein hier. Also alles ganz einfach, ohne dass ich heute wieder viel Geschirr brauche. Also genau das Richtige für so einen müden Krieger, müden Arbeiter. Was steht denn hier drauf? Natürlich mit nachhaltig angebautem Gemüse. Bla bla bla, zwei Portionen. Zutaten, hau mich tot und was weiß ich. Naja, probieren wir jetzt einfach mal aus. So. Bratwurst anbraten, dann die Wurst in Scheiben schneiden, kaltes Wasser in die Pfanne fix einrühren, koche die Soße unter Rühren auf, lasse sie eine Minute kochen, gieße die heiße Soße über die Wurst. Tja, das ist alles. Und das machen wir jetzt. Also ich brate jetzt erstmal die Würstle fertig. Tja, im Moment kann man den Würstchen bloß beim Brutzeln zugucken. Und ich suche schon die ganze Zeit diese Spritzabdeckung. Diesen Spritzschutz, was ich hatte über die Pfanne, und ich finde das Ding nicht. So ein Mist. Naja, was soll's. Dann putzen wir nachher halt. Dreimal umdrehen und dann werden die Würstchen schon. So einfach ist es. So, das sollte soweit gut sein. Eine kleine Abränderung gegenüber diesem ganz tollen Rezept mache ich natürlich. Ich werde die Wurst nachher noch in die Pfanne noch mal mit reinschmeißen, einfach dass sie ja komplett heiß ist. So, von der Kochstelle nehmen, 200 Milliliter Wasser hinzu und das Öl anscheinend drin lassen. Ich
fix einrühren. Und warte mal, Brille. Und koche die Soße unter Rühren auf, lass sie eine Minute kochen. Gut, dann schneide ich schnell die Würstchen und dann kochen wir die Soße auf. Da geht's. Und wer sich erinnert, ich habe ja schon mal so ein Currywurst-Pülferchen, sage ich ja mal, verwendet. Oh, Bratwurst Ultra war das, glaube ich, oder? Irgendwie so, nee. Ach, war, glaube ich, von Roy Spice. Und da war ein Gewürz drin, was mir absolut gar nicht geschmeckt hatte. Und deswegen war ich davon nicht so begeistert. Und jetzt probiere ich einfach das einmal aus, wie das ist so für müde Krieger und so am Abend. Habe ich das schon gesagt? Ja, mag sein. Ja, Leute, mir ist langweilig. Ich muss quasseln. So, jetzt warte ich, bis es aufköchelt und dann haue ich auch schon die Bratwurst mit rein. Also so ist man es definitiv zu flüssig. Aber streng nach Rezept gemacht, ja. Oh ja, gut. Scheint einzudicken. Da könnt ihr mich mal, liebe Leute von Knorr. Ich schmeiß hier jetzt meine Bratwurst mit rein. So lasse ich das jetzt fertig köcheln, dass die Bratwurst auch noch mal schön warm wird, beziehungsweise warm bleibt, bis meine Pommes fertig sind. Und dann sehen wir uns auch schon wieder und gleich auf der anderen Seite an der Anrichte. So Leute, die Soße ist tatsächlich etwas eingedickt und dann schmeiße ich mir das, Pfanne halten entgegen der Kamera, sorry, mal hier gerade eben auf den Teller. So. Tja, und dann würde ich mal sagen, wage ich hier gleich mal den Selbstversuch, und zwar nur rein mit der Soße. Ich habe mir den Hut aufgesetzt, dass ich meine Haare nicht wieder fress. Weil die bleiben alleine freiwillig nicht hinten. Ich muss sagen, gar nicht mal so lecker. Eigentlich ganz lecker. Hey Leute! Ich muss ganz ehrlich sagen, so schlecht schmeckt es gar nicht. Kann man gut essen, besonders nach der Arbeit für alleine oder zu zweit eine wirklich ganz, ganz schnelle Mahlzeit. Kommt gut.
Man könnte jetzt noch ein bisschen Salz drüber tun. Und mehr braucht es eigentlich ganz und gar nicht. Naja. Also, so einfach, so schnell kann man auch Currywurst machen. Reingeschmeckt, für relativ gut befunden. Selber machen ist natürlich immer noch das Allerbeste. Besonders wenn man so richtig geil macht. Heiß. Und so mit allen möglichen Zeug, was man da reinhaut. Da kann man es natürlich richtig variieren. Aber für so einen Backel bin ich doch hochauf begeistert. Muss ich tatsächlich so zugeben. Und ich hoffe, das kleine reingeschmeckte Video hat euch gefallen. Ich habe noch zwei so Backerl da liegen von anderen Sachen, wo wir auch schon öfters gemacht haben. Also es wird demnächst nochmal ein oder zwei reingeschmeckte Videos geben. Ja, lasst euch überraschen. In dem Sinne, nettes Kommentar, Abo, ich würde mich freuen. Und sagt dann mal Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.